Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tom Clancy's The Division zusammen mit einem Rio und natürlich wieder mit dem Aika Ramba. Hallo du. Hallo und schau dir mal bitte jetzt die Optik von dem Lichtkegel an mit dem Schnee. Das schaut so gut aus. Das war für mich die Szene fürs Anmoderieren, weißt du? Hast du schön. Du bist halt einfach mal wieder der Ramontiker von uns beiden. Ramontik, genau. Manch Ramontik. Ich habe mir übrigens ganz kurz noch eine neue Handfeuerwaffe gebastelt. Nichts besonders atemberaubendes. Die sieht so aus. Und dann vielleicht ganz kurz mal für die Leute, die das noch nicht kennen, aber ich glaube, viele kennen das schon. Die Fähigkeiten teilen sich auf Fertigkeiten, Talente, Vorteile. Talente und Fertigkeiten kann man festlegen. Ergibt sich dann eben auch aus den Flügeln, die man freigeschaltet hat und aus den Leveln, die man fortgeschritten ist. Und die Vorteile, die sind fest. Einfach door. Also ich schaue mir gerade ja schon so ein bisschen perspektivisch an, was wir jetzt machen könnten. Und das Feldlazarett haben wir ja da unten schon. Und wenn wir den Einsatz hier, die U-Bahn-Leichenhalle machen, Schwierigkeitsstufe schwer oder ne, normal, aber Minimum empfohlene Stufe 6 und wir sind 5. Probieren wir es trotzdem. Vielleicht leveln wir auf dem Weg dahin auf. Welchen jetzt? Unten rechts, da wo der Strom ist. Dieses Stromsymbol. Die U-Bahn-Leichenhalle, ja. Meinst du? Wäre es bei dir schwer? Bei mir, nee, Schwierigkeit normal, Entschuldigung. Ach, aber mindestens empfohlene Stufe. Genau. Ja, wir können, entweder können wir die machen oder wir können nach oben Richtung Lincoln-Tunnel-Checkpoint gehen. Mindestens empfohlene Stufe 5. Lincoln-Tunnel, was ist das? Das ist der blaue Schild. Ach, ist das hier auch für das Ding? Genau, und davor könnten wir die Feindbasis angreifen machen. Und das liegt nämlich hier direkt auf dem Weg. Ja, dann ich nehme die Feindbasis hier direkt als, ja, das ist doch ein Wort. Machen wir. Check, check. Good. Check, check. Double check. One, two, so. One, two, mic, check, mic, check. One, two, mic, mic. I'm on the phone. Es schaut einfach ohne Schmarrn. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es schaut einfach echt so brachial gut aus. Wiederholst dich. Ja, ist mir egal. Schau dir mal allein hier diese Spiegelung an. Wo ist eine Spiegelung? Ja, hier am Boden, da diese Pfütze. Und da mit Whoa. Den... Es schaut schon geil aus, ey. Und schau dir mal diese Leiche hier an. Oh, guck dir mal den Blutfleck an. Oh. Okay. Okay. Guck dir mal die Ratten da hinten an. Oh. Tote Ratte. Da vorne sind schon wieder. Ne, das sind noch Zivilisten. Ich wollte schon fast wieder schießen. Guck dir mal die Zivilisten. Entschuldigung. Guck dir mal die Not in Service. An. Oh, not in service. Aber ich muss sagen, die Details gefallen mir einfach sehr, sehr gut. Ich habe da ein Auge für die Ich habe da eine markierte Feind, ein markiertes Feindhauptquartier entdeckt. Ich werde erstmal eine Haftmine hin. Oh ja, mach das. Ich hole auch meine Haftmine raus. Schießt du erstmal? Ne, wollten wir zusammen schießen? Ne, schieß ruhig. Boom! Ach so. Na ja, gut, dann kriegt er nochmal eine Haftmine. Nice. So, Guys. Party hard, party hard. Hier, ich nehme mir gleich mein Schild. Oh, 944 mit einem Hit. Ah, schöner Headshot. Hat er sich selbst die Granate hingeschmissen, der Depp. Aber irgendwie, also ich habe oh, da oben nur gelesen, es hieß immer, es wäre so extrem einfach. Upsala. Ich finde das gar nicht so einfach, das Spiel, muss ich sagen. Ich muss schon immer irgendwie aufpassen, dass ich nicht zu viel Schaden kriege. Ich habe schon wieder die Hälfte meines Lebens verloren. Definitiv, man muss echt in Deckung gehen. Also wenn man meint, so von wegen mal außen einfach mal so shooten, ist nicht drin. Da? Da gibt es aber überall was zum Looten, ey. Oh, M44 Karabiner Klassik. Oh, ich habe eine Korrekturmaske bekommen. Was auch immer eine Korrekturmaske ist. Und eine Wächtermaske. Ja, M44 Karabiner Klassik, dachte ich, habe ich gefunden. So, und ich habe hier oben noch was Grünes, da gehe ich mal schnell hoch. Hast du von dem auch was Grünes bekommen? Ah, so kommt man durch das Zielfernrohr. Moment. Arbeitsmaske. Von wem habe ich was Grünes bekommen? Der oben, der auf dem Dach gestorben ist, sozusagen. Nee, da leuchtet bei mir zumindest nichts grün, aber ich komme trotzdem mal hoch. Ich habe ein Scharfschützengewehr gefunden. Oh, nice. Fällt mir sehr gut. Dafür werde ich mal die Schrotflinte ersetzen mit dem Ding hier.
So. Das ist der M44 Karabiner Classic. Den habe ich hier ausgerüstet. Der hat eine Modifikation schon drauf, und zwar eine Zieloptik. Bin ich mal kurz bei den Modifikationen. Man kann nämlich jede Waffe nochmal modifizieren und auch von der Visualisierung anpassen. Also hier visualisieren. Hier hinten meine ich natürlich das Aussehen. Die wollte ich aber gar nicht. Ich wollte das Ding hier. Aber wie gesagt, Mods sind auch immer essentiell. Kann man auf jede Waffe irgendwie draufschustern, ist sau cool auch. Okay. Wollte ich das Ding hier. Optik habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Aber ich habe ein erweitertes Schnellwechselmagazin. Das nehme ich mal mit. Nehme Lauf mit für die Präzision. Gut. Meine Das wollte ich Taschen nur mal ganz kurz gemacht werden haben. langsam voll. Rucksack durchsuchen. Ah, da haben, also man sieht schon, was ich da alles drin habe. Gut, aber ich würde sagen, wir rennen mal weiter dahin, wo wir eigentlich hin wollten. Ich habe ein Scharfschützengewehr. Jetzt fühle ich mich gerade so ein bisschen wie ein Daisy. Mit einem M4-Karabiner. Warum wollen Sie das tun? Kann jetzt auf Rattenjagd gehen. 1413 auf die Ratte. Bam. Alter, wie er ihr einen harten Crit gibt. Aber ich muss die Richtige Mission mal wählen, nicht, dass ich Rattentöter. hier nicht falsch läuft, aber das ist eh hier drüben. Dieser Tunnel ist unsere wichtigste Nachschublinie für Hast du Waffen, schon? Nahrung und Ja. Medikamente aus der Außenwelt. Der Aber ein linke Tunnel haben wir gesagt, Oberaufständischer gell? mit Sprengstoff versucht, Warte die mal, ich habe hier Karawane Waffenteile dort zu zu liegen. durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF Moment, stand, aber bin sie ich werden da? schwächer. Sollten die Waffenteile, was steht bei Aufständischen mir? Schleusen sprengen, um durchzubrechen, wird der Tunnel geflutet, die Nachschublinie geht verloren und Oder? jede Menge Nee, Leute war sterben. nur ein. Wir haben die Bestätigung, dass Benitez dort mitten Ja, im da steht Tunnel irgendwas ist. mit Waffenteile, Der sehe Tunnel ich muss auch, gesichert aber und scheint aber Benitez irgendwie zur Warnung gebracht werden. nicht so Captain, zu wir wissen, stimmen. Wahrscheinlich, weil wir das noch Tunnel nicht ist unsere freigeschaltet haben. Das wichtigste kann natürlich auch sehr Nachschublinie für alles mögliche, ja. möglich sein. Medikamente aus der Ich komme Außenwelt. einfach erstmal zu Aber dir. eine Jo. Gruppe Aufständischer mit Sprengstoff versucht, die Quarantäne dort zu durchbrechen. Noch hält ihn eine Garnison der JTF stand, aber sie werden schwächer. Und wenn die Aufständischen die Hudson Schleusen Yards. sprengen, um durchzubrechen, 500 wird DP. der Tunnel geflutet, Sehr schön. die Ich heile mich mal auf dem Nachschublinie Weg geht dahin. verloren und Oh, jede der Menge Tunnel Leute würde sterben. geflutet. Das ist Sie natürlich haben die uncool. Bestätigung, dass Benitez dort mitten im Getümmel ist. Der Tunnel muss Tunnel gesichert und closed. Benitez zur Und hier Basis steht gebracht auch, werden. linken Tunnel Checkpoint bilden Sie Teams mit anderen Agenten. Auch, Ja, also aber man wir sind wird, ja zu zweit. wir sind zu zweit. Benitez, erbitte sofortige Von daher. Unterstützung am Kontrollpunkt linken Tunnel. Diese Arschlöcher stürmen die Blockade. Wenn sie die Schleusen sprengen, könnte das ganze Ding geflutet werden. So, erstmal so im Sicherheitszentrum, schauen, wo die bösen Buben hier so sind. Ich Gibt es glaube, hier eigentlich auch. ich sehe schon Ja. welche. Gibt es hier eigentlich auch sowas wie Gilden, die man sich zusammenschließen kann? Weiß ich ehrlicherweise gar nicht. Headshot! Oh! Tolle Waffe. Aber es gibt bestimmt sowas, also sowas, ob es Clans oder Gilden oder wie auch immer, aber irgendwas muss es da geben, als andere. Wohin müssen wir da unten? Ah. Können wir uns mal überlegen, so Ja, auf Rio, jeden. Rio Caramba, Rio Ramba. Rio Rambas Agenten Action. Bist du ja. Ah, du bist ja auch da. Hi. Ich hab dich gerade übersehen. Sorry. Jo, der war dann mal weg. Der war weg. Der ist raus. Relativ deutlich war der raus. So, wo ist das denn noch eine Munition, wenn du auffüllen musst? Wo? Hier hinten? Ah. Die nehme ich doch glatt mal mit. Nimmt da mit. Kann man ja nicht liegen lassen, sowas nicht. Warte mal, warum leuchtet denn das hier so? Wenn man sich hier hoch. Da ist eine Kiste oben. Super 90, ein blaues Gewehr. Alter, ich muss da zurück. Ich schau da mal auf, ob es da was in der Kiste gibt. Nice, siehst du? Das ist, wenn man hier so ein bisschen ne? Expandiert, was? Expandiert, wenn man expandiert. Gleich mal gucken, wenn du das da holst, was das für eine Waffe ist. Die kann ich Ja, ich sogar habe schon anlegen. auch was Blaues, vielen Dank, sage ich an Hätte dieser Stelle. Schrotflinte.
Ich habe eine Handfeuerwaffe bekommen. Natürlich nice. Kann man handeln? Weiß ich ehrlichweise gar nicht. So, Super 90. Spezialisiert. Eine Schrotflinte. Muss ich mir mal ausprobieren demnächst. Aber nicht jetzt. Schuster, bleib an deinen Leisten. Was denn? Scharfschützen oder wie? Ja, scheint so. Na, sag mal. Nummer 1 weg. Der dahinter, der kommt irgendwie nicht vor. Ja, das war nix. Die war nix, ne? Wir haben Alex. Ich versuche mir den mal da oben zu holen. Ich versuche da mal eine Granate hochzuschmeißen. Hab ihn. Oh. Der hat doch was. Die Gutes. Ging nicht nach oben. Was ist denn man da? Fallen lassen. Nein! Oh, ich bin runtergesprungen! Jetzt tot? Nee, ich. Oh, fast. Oh. Das war jetzt haarscharf. Ach, man kann die sogar extra zünden. Die Haftmine. Ja, genau. Headshot. Captain Benitez, hier spricht Fay Lau. Wir sind Division-Agenten und haben die unmittelbare Gefahr neutralisiert. Ich lege das Flute erreichen. Oh, da ist auch noch was Grünes. Dahin dirigieren, wo sie gebraucht wird. Das sind gute Nachrichten, aber es gibt auch schlechte. Ein paar dieser Kerle sind durchgebrochen und bringen Sprengstoff an den Schleusen an. Die wollen raus, koste es, was es wolle. Und sie wissen, was uns bevorsteht, wenn diese Bomben hochgehen. Ich will keine Bomben hochgehen. Nee, das wäre nicht so günstig. Was haben wir denn hier? Alles leer hier, alles leer. Alles leer. Also schade, schade. Schützenhäuser, den brauche ich nicht. So, das musst du erreichen. Na, lass mal reingehen, oder? Auf, wie geht's ihm? Hoch. Hervorragend. Ich werde mal wieder zu meinem Scharfschützengewehr wechseln. Sehr schön. Hat einen weggemacht. Ja. Wenn du mir den ersten Schuss lässt, dann kann ich direkt immer einen Feind rausnehmen mit dem Kopfschuss. Oh, bei der Bombenentschärfung. Wo ist die Bombe? Ach, da ist die Bombe. Den müssen wir jetzt schützen, alles klar. Die kommen wahrscheinlich eh von hinten. Konntest du hier nochmal deine Munition nachfüllen? Ich bin eigentlich ganz gut noch im Saft. Gut im Saft, ich war da. Schauen wir mal. 2 Minuten 40 müssen wir jetzt verteidigen. An den komme ich gar nicht ran da unten. Jetzt kam ich ran. Sehr schön. Alarm. Feinde kommen in ihre Richtung. Feinde kommen in ihre Richtung. Kannst mich mal. Mach ich alle weg. Die kommen alle unten, ey. Der Schatten, ey. Schön. Zwei Headshots. Oh, da ist was Blaues. Auf den komme ich nicht mehr. Ja, ich gleich aber. Sehr schön. Sogar jetzt schon. Das sieht echt genial aus, wenn die da mit dem Schatten durchlaufen. Ja, super. Also, es schaut, glaube ich, ganz gut aus, habe ich gehört von irgendjemand.
Zwei doofe, ein Gedanke. Obacht, da kommt was oben ja, zu ja. dir. Wer will zu dir? Wer will zu mir? Ja, gute Nacht. Schön. Oh oh, das war nicht so klug. Bumm. Schön, wie sie genau weiß, wie lange sie noch zum Entschärfen braucht. Ja. Na, komm doch vor. Geflashbangt. Ich bin nur sein Schatten. Bam, weg ist er. Nur sein Schatten gesehen. Den Tunnel säubern. Säubern wir ihn. Hast einen Besen dabei? Ah, wie ist der Stuhl heute? Okay, mein Gott. Weißt du mal, das wäre doch mal glatt eine Idee, meine neue Schrotflinte auszuprobieren jetzt. Aber sowas von. Eine blaue Schrotflinte probieren wir jetzt mal aus. Die hat ganz schön viel Munition, hey. Eieiei, er hat die viel Munition. Eine Action Rifle. Bleib mal da stehen. Ah, da ist sowas. Alles gut. Alles klar. Warten. Das war knapp. Denen ist egal, wen sie töten, um zu kriegen, was sie wollen. Mit dem Roy sprechen. Wir treffen uns im Kontrollzentrum. Im Kontrollzentrum? Das ist da hinten. Ich glaube, du rennst falsch. Bin hinter dir. Achso, ich dachte, du wärst in die. Alles klar. Nee, ich hab nichts gesagt. Geguckt, ob da noch irgendwas ist und wollte das aufnehmen und. So. Alter. Füll nochmal meine Munition auf. Das könnte ich auch mal machen. Oh, das war da unten, alles klar. Ich glaube, du rennst falsch. So, ich gibt's wieder Schattenspielchen. Ich werde nichts sagen, ne? Aber. An der Baustelle hängen ganz schön viele rum. Ja, ich werde nichts sagen, aber ich fand, die Mission haben wir gerade, ne? Ganz schön den Stick represented, würde ich mal sagen. Dann machen wir den richtigen Stick Representer. Hallo. Hey, Roy. Roy. Was bleibt uns denn noch? Schön gefunden. Wasser? Oh. Müsli-Riegel. Oh, ein höllischer Kampf steht uns erst bevor. Wir haben gute und schlechte Nachrichten. Wir haben Division-Agenten zur Verstärkung, aber diese Typen da draußen, die lassen uns einfach nicht. Oh ja. Okay, ja. Dann müssen wir schon wieder den Stick representen. Ei. Ich stehe hier. Ach, sorry. Oh, hat der mir wehgetan. Meiner oder was? Nee, der Typ da hinten. Ah, okay. Sag mal. Ich hab, glaube ich, eine Idee. Ich glaube, da geht's hoch. Ich probiere das mal aus. Ich glaube, ich werde ihm einfach mal 20.000 Kugeln in seinen Kopf schießen. Ja, ich bin hier oben auf dem Dach. Ich kann den jetzt ein bisschen geben. Und der zwei. Oder als ich so viel Scham bekommen habe. Ja, die haben so eine MGs, die schießen sich echt auf einen ein, ne? Einer weg? Ja, sind beide weg. Ich hab den anderen auch schon. Okay. Dank der Schnipper. Oh. Schnipper ist drunk. Da oben auf dem Dach jetzt. Ich sehe, hier unten sind aber auch schon wieder welche.
Oh nein, ich wollte gar nicht. Einer springt runter. Okay, ist tot. Na, guck raus. Erwischt. Guck raus. Haha! Ich habe seinen Buß. Ihre Freunde bringen einen Scharfschützen in Stellung. Passen Sie gut auf sich auf. Oh, das ist ein. Den Anführer ausschalten. Boss-Scharfschütze. Ganz hinten. Ein Scharfschütze ist das. Finch. Ich sehe den noch nicht, aber. Ich komme jetzt mal runter zu euch. Fuck, er hat mich voll erwischt. Oh ja. Der tut böse weh. Er zielt, glaube ich, sogar auf mich. Oh mein Gott. Oh, nimm mir mein Schild kaputt. Aua. Oh, ich komme hier nicht weg. Wegen diesem Finch. Ja, ich. Ah, komm schon. Aua. Der schießt auf mich ständig. So ein Arsch. Stirb halt. Ist er runtergeflogen? Versuche ihn da mal zu umlaufen. Oh, da ist ja noch so ein Boss. Ist echt tricky gerade. Oh Gott, zu viele. Oh, ich mal zu dir. Ja, wenn du es schaffst, kriegst du mir, ja. Ich glaube, die hauen mich gerade tot. Ja. Ja, das war nicht einfach. Da war dann auf einmal noch ein Boss dahinter. Ich gebe mein Bestes hier an dieser Stelle. Boah, halt, hält der auf mich drauf, ey. Der Sniper oder welcher? Gefühlt jeder schießt gerade voller Gas auf mich nur. Ja, du bist alleine. Boah. Der eine hat übrigens ein RPK-74, das ist ein leichtes Maschinengewehr. Ah, sympathisch. Habe ich eigentlich noch Leute? Nee, ist klar. Ja, blind schießen sollen wahrscheinlich. So, den ersten Lagegeist mal weg. Jetzt habe ich auch mal ein leichtes Maschinengewehr am Start. Das muss der aber erstmal, bis der fertig geschossen hat. Boah. So viel dazu. Gerade kurz rausgeguckt. War eine für schlechte Idee befunden. Hast du ihn erwischt? Ja. Nein. Also einen davon, aber noch nicht beide. Weil ich aber jetzt im Ladescreen bin. Ja, ja, aber du bist auch wieder da, aber der andere. Ah, okay, ja, warte mal, den krieg ich. Wenn sie die Schleusen gesprengt hätten, hätten wir unsere Nachschublinie verloren. Jetzt kann sich Benitez um die Sicherheit kümmern. Wir sehen uns. Mach ihn weg, sehr gut. Jetzt kann ich da oben noch was Grünes looten. Ito.
Oh, das war gerade intensiv, ey. Habe ich den Stick represented, will ich mal sagen. Hast du. Hast du. Oh, ich kann wieder. Ich kann das Zeug nicht nehmen. Aber ich. Dein Rucksack voll oder was? Ja. Wie kriege ich denn den jetzt leer? Mental. Na, zum Beispiel verwerten. Jo, das ist eine gute Sache. Da kommt zerlege, da raus, der Rollenspieler. Da kommt da raus. Ich hätte jetzt hier. Ich hätte es weggeschmissen, ich geb's ganz ehrlich zu. Siehst du. Alles wertvoll. Wir haben sehr verstörendes Filmmaterial gefunden. Diese Aufständischen sind gottverdammte Tiere. Lau sagt, sie hat es ihnen hochgeladen. Sie haben sehr. Oh, Zivilistenvideo. Neues Video. Neue Beweise verfügbar. Ein sehr. Ach, Tabulator drücken. So, jetzt sollte ich hier auch aufnehmen können. Yep. Gut. Ich würde sagen, lass uns zur Basis zurück. Und dann sind wir eh schon durch für die Folge. Ich guck mir gerade noch so ein Zivilistenvideo an. Wie konntest du ein Zivilistenvideo? Ah, egal. Warum ist da eigentlich. Ah, da liegt noch was Grünes. Das nehme ich heute noch mit. Da habe ich ja gar nicht gesehen in der ganzen Action hier. Boah, wie die verkloppen. Ne, das Zivilistenvideo sehe ich gerade nicht. Warum Boah, ist das fies. Oh, ich habe eine Skaha-Militärversion bekommen. Boah, ich weiß gar nicht, was ich davon alles nehmen soll jetzt. Ich kann mal genauer Gedanken machen drüber. Die Sniper ja eigentlich sehr, sehr nett. Also wie gesagt, ich laufe schon mal zur Basis zurück. Ja, ich komme mit. Mit dem schönen Roy sprechen. Da bist du. Mit Roy in der Basis reden und einen neuen Beweis. Den Beweis habe ich ja gerade gesehen. Ah, okay, ich habe hier zwei Beweise. Das wird dann wohl das Ding sein. Was ist denn? Habe ich wahrscheinlich den anderen Beweis auch noch gar nicht gesehen. Spannend. Also, folgender Vorschlag. Oh, Level 6. Es gibt übrigens einen neuen Einsatz für das, für den Medizinblock. Ja, ja, aber erstmal würde ich sagen mit Roy, oder? Ja, ja, was habe ich nie gefunden. Was ist das? Sicherer Weg, nehme ich mit. Ja, habe ich auch gerade, genau. Wo ist denn eigentlich der Roy? Der ist schon in der Operations-, in der Hauptbasis, oder? Ich glaube. Weil wir haben ja im Endeffekt jetzt den Bereich freigeschaltet, also der müsste da eigentlich sein. Ja, den Sicherheitsflügel entsperren, das war genau Roys Aufgabe, Roys Ding. Roy, warum, Ding. Warum ist da rot neben mir? Ist da Ungemach? Ich glaube, da ist Ungemach. Oh, Level 6, den nehme ich noch mit. Oh, da droppt sogar einiges Grünes gerade. Ja, Kopf weg. Bei mir nicht, aber gibt da auch EP und so. EP, ne? Auf jeden Fall, die nimmt man ja auch mit. Ich könnte schon, mein Inventar ist schon wieder voll. Ich habe doch vorher alles verwertet, was ging. Beten. So, na gut. Zurück zur Basis. Du findest aber viele. Wie kann ich denn hier in meiner Übersicht, ich sehe jetzt nur Handfeuerwaffen. Übersicht. Inventar. Drückst du I? I, ja, und dann? Was willst du da sehen? Ja, ich will meinen Rucksack im Prinzip leer machen. Und dann kann ich doch hier auf Rucksack durchsuchen. Das ist mit Space. Ja. Und jetzt habe ich hier, in dieser Kategorie befinden sich keine Objekte. Ach, ist der immer... Ja, du durchsuchst deinen Rucksack nur in der Kategorie, die du gerade gehabert bist. Ah, okay, verstehe. Ein bisschen doof gemacht, aber... Ja, das... Okay, dann macht's Sinn. Axel, okay, vielen Dank für die Erklärung. Sehr gerne. Dafür habe ich halt einen Rollenspielmaster dabei. So, die Folge bekommt langsam Überlänge. Wir sollten zurück. Ja... Ja, Entschuldigung, einer von uns beiden muss ein bisschen auf die Zeit mal achten hier. Wir haben doch keine Zeit. Ja, sehr gut. Ich sag ja gar nichts. Ja, wir müssen zurück. Da hast du recht. Das war aber auch gerade sehr... Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Dass man von diesen Granaten unendlich hat, ne? Oder verschießt man damit tatsächlich Granaten? Nee, ne? Was wollt ihr denn? Himmel, was machen Sie denn? Weißt du, gerade hat irgendjemand geschrien. Aber wir können jetzt den Sicherheitsflügel. Mal die falsche Taste. Den Sicherheitsflügel entsperren. Ist das nicht was? Ist das was? Das ist ja sowas von was. Schön. Dass es nur den einen Eingang gibt, ne? Ja, ist ein bisschen. Gut, sonst wäre es wahrscheinlich verwundbarer, so als Kommandobasis. Ja, das zum einen und. So ein Motorrad wäre cooler, so ein Fahrrad. Fahrrad. Agenten mit dem Fahrrad auf dem Weg zur nächsten Mission. Ja, okay, ist ein bisschen albern, aber. Ist ja doch noch ein Spiel. Überhaupt nicht. Ich hätte gerne ein Pferd. Oh ja, auch was? Schön. Einen wilden Mustang. Da ist der Sicherheitsflügel. Hey Roy, ich spreche mal mit dem, ich halte mal schnell die Schnauze. Kommen Sie rüber. Captain Benitez konnte frischen Kaffee auftreiben. Ich war zufällig bei den Überresten von Kermans. Also wir sind verantwortlich von Midtown bis Lower Manhattan. Und zwar vor allem, weil niemand von dieser Insel runter kann, uns eingeschlossen. Unser größtes Problem sind fähige Leute, die haben wir nicht. Zurzeit haben kriminelle Elemente die meisten dieser Viertel besetzt und unter Kontrolle. Rikers, Cleaners, Straßengangs. Ich habe nicht genug Leute, um einen Block zu sichern, geschweige denn für Recht und Ordnung zu sorgen. Im Grunde können diese Arschlöcher hier rumrennen, sich nehmen, was sie wollen und nach Lust und Laune morden, weil wir niemanden haben, der sie aufhält. Das heißt, es ist unser Job, in diesen Vierteln aufzuräumen, damit wir die Bewohner mit Nahrung und Medizin versorgen können. Ich weiß nicht. Beim Gebiet dieser Größe und so vielen Chaoten, ich glaube nicht, dass sie allein damit fertig werden. Nichts für ungut. Ich kann sie doch nicht den Wölfen zum Fraß vorwerfen. Wir sind die Wölfe, Captain. Na, dann, wie Sie wollen. Vielleicht überzeugen Sie die Division, ein paar mehr Leute zu schicken. Fürs Erste haben wir nur, was Sie sehen. Unfassbar, dass ich den Staat anflehe, meine Stadt zu übernehmen. Wenn wir Infos bekommen, erfahren Sie es als Erstes. Viel Glück. Sie brauchen es. Ja, schauen wir mal. So, ich baue hier mal dann das erste Mal das Ding hier aus. Lagezentrum. Ja. Oder Arsenal. Kann man jetzt, da dieses Zeug installiert ist, können wir. Man muss ja das Lagezentrum eigentlich erstmal nehmen. Genau. Und jetzt. Gut, Lagezentrum ist ausgebaut. Damit bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.